Der Spitzenkandidat der CDU hier in Baden-Württemberg, Guido Wolf, herzlich willkommen bei Phoenix. Guten Tag, Herr Schier. Ja, Sie wollen Ministerpräsident Kretschmann ablösen. Was wollen Sie denn anders machen? Ja, wir wollen nicht alles anders machen, aber wir wollen vieles sehr viel besser machen. Etwa in der Bildungspolitik, wo der Ärger selten so groß war wie jetzt. Oder auch in der Verkehrspolitik, wo wir wieder einen Minister oder eine Ministerin brauchen, die auf Ausbau setzt, auf Fortschritt und nicht auf Stillstand und Kontrolle. Oder vor allem auch geht es um die innere Sicherheit in Baden-Württemberg, eine starke Polizei. Das sind die Themen, um die es hier im Land geht. Wenn wir jetzt auf die Umfragen der letzten Tage blicken, dann sieht es nicht besonders gut aus für die CDU. Und das ist noch freundlich ausgedrückt. Alle Umfragen der letzten Tage haben gezeigt, die Grünen liegen vor der Union. Woran liegt das denn, dass ausgerechnet in Baden-Württemberg die CDU so schwach dasteht? Zunächst mal erleben wir hier eine inflationäre Umfragenentwicklung, wie ich sie nicht kenne. Und ich weiß auch nicht, ob das gut ist, wenn etwa im März, am 13. März ist Landtagswahl, 7 bis 8 Umfragen zuvor veröffentlicht werden. Da könnte man den Eindruck gewinnen, die Demoskopen hätten die Wahl schon entschieden. Nein, es geht darum, bis zur letzten Stunde zu kämpfen, zu mobilisieren. All diese Zahlen belegen zum einen, Grün-Rot hat keine Mehrheit mehr. Und sie motivieren andererseits unsere Leute, unsere Sympathisanten. Und was die AfD angeht, da will ich schon deutlich machen. Jetzt geht es um Antworten, um Lösungen. Wer bei der Landtagswahl rechts wählt, der wird am Ende des Tages links regiert. Eine Kollegin von mir, Lisa Rufus, hat sie einen Tag lang im Wahlkampf begleitet. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Ja, ich bewundere Ihr Talent als Schwäbischlehrer. Ich könnte da noch einen schwäbischen Zungenbrecher nachschieben. Glei bei Blaubeure, leider glätzle Blei. Können Sie das für den Rest der Republik übersetzen? Glei bei Blaubeure, leider glätzle Blei. Ja, also direkt bei Blaubeuren liegt ein Glötzchen Blei. Ja, dann wollen wir jetzt das Schwäbische auch mal etwas hinter uns lassen, weil wir wollen ja nicht unter uns Schwaben nur bleiben. Die Flüchtlingskrise hat auch diesen Wahlkampf überschattet. Und viele Beobachter haben gesagt, es war nie so ganz klar, wo der Guido Wolf wirklich steht. Unterstützt er jetzt nun Angela Merkel oder tut er das nicht? Sie haben zum Beispiel mit Julia Klöckner diesen Plan A2 da präsentiert, mit Flüchtlingskontingenten und mit Grenzkontrolle. Was sind Sie jetzt, mehr Merkel oder Seehofer? Ach, wissen Sie, ich glaube, da wird natürlich auch in Wahlkampfzeiten versucht, jemanden in eine bestimmte Ecke zu stellen. Es ist völlig klar, dass ich von Anfang an und bis zum heutigen Tage und über die Landtagswahl hinaus die Kanzlerin unterstütze auf dem Weg zu einer europäischen Lösung. Wir brauchen eine größere europäische Solidarität. Und wer, wenn nicht Angela Merkel, hätte die Autorität in Europa, dieses auch einzufordern? Sie kämpft da und ist an allen Fronten aktiv und da hat sie unsere volle Unterstützung. Was mir allerdings auch wichtig ist, dass wir darauf achten, dass die Akzeptanz der Menschen für eine europäische Lösung nicht wegbricht, dass dadurch nicht ein Rechtsruck in unserer Gesellschaft entsteht. Und deswegen haben wir von Zwischenschritten gesprochen, die aufgezeigt werden müssen. Und derzeit haben wir einen solchen Zwischenschritt, die vorübergehende Schließung der Balkanroute, bei der die Kanzlerin... Und das finden Sie anders als Angela Merkel gut, die Schließung der Balkanroute? Moment, die Angela Merkel sagt ganz klar, die Politik des Durchwinkens ist vorbei. Wir müssen jetzt den Griechen helfen, damit Unterbringungsmöglichkeiten dort geschaffen werden. Und Angela Merkel sagt völlig zu Recht, es gibt einen Anspruch politisch Verfolgter auf Sicherheit. Und den wollen wir bieten in Europa. Aber es gibt keinen Anspruch politisch verfolgter Flüchtlinge, diese Sicherheit auch in einem bestimmten Land zu finden. Deswegen ist das jetzt eine ganz differenzierte Position. Und jetzt geht es weiterhin darum, in Europa diese Solidarität einzufordern, dass sich niemand wegducken kann. Trotzdem sagen die Grünen, wer Angela Merkel wirklich unterstützen will, muss in Baden-Württemberg grün wählen. Naja, das ist nicht das einzige Märchen, das die Grünen derzeit in Baden-Württemberg erzählen. Ich rate immer dazu, sich zu verhalten wie beim Einkaufen. Man muss
genau prüfen, ob das, was draufsteht, auch drin ist. Winfried Kretschmann hätte Angela Merkel unterstützen können, jetzt im Bundesrat ein Signal zu geben, nordafrikanische Länder zu sicheren Herkunftsländern zu erklären. Und deshalb sollte man lieber darauf achten, wie Angela Merkel es sieht. Und sie hat sich klar und deutlich positioniert bei aller Höflichkeit. Aber wer ihren Kurs unterstützen will, der muss bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg CDU und Guido Wolf wählen. Sie haben einen schweren Stand, weil der Ministerpräsident von den Grünen ist sehr populär. Wir haben mal eine Grafik vorbereitet. Wie würden sich denn die Wähler in Baden-Württemberg entscheiden, wenn sie den Ministerpräsidenten direkt wählen könnten? Die Grafik wird jetzt gleich eingeblendet und da sehen Sie, da würden sich 67% für Kretschmann und nur 17 für Sie entscheiden. Und was auch nicht besonders schön ist, auch die Mehrheit aus Ihrer Sicht, die CDU-Wähler würde lieber Kretschmann wählen. Wie gehen Sie denn mit so einer Umfrage um und mit so einer Stimmung im Land? Das fällt ja nicht vom Hirn. Sehr gelassen, weil das eine Stimmung ist, wie wir sie kennen, aus vielen vergleichbaren Fällen. Man hat es als Herausforderer immer schwerer als ein amtierender Ministerpräsident oder eine amtierende Ministerpräsidentin etwa in Rheinland-Pfalz. Das sind die Ausgangsdaten, aber am Ende des Tages wird es nicht wahlentscheidend sein. Wir kennen viele Wahlen, da hat sich der beliebteste und bekannteste Ministerpräsident am Wahlabend plötzlich in der Opposition wiedergefunden. Es geht darum, eine Abstimmung über die landespolitischen Themen herbeizuführen. Bildung, Verkehr, Straßenbau, innere Sicherheit, Datenausbau, digitale Entwicklung. Das sind die Zukunftsthemen in Baden-Württemberg, für die wir stehen und über die auch diese Landtagswahl befinden wird. Aber vielleicht haben Sie die Wähler mit Ihrer Haltung zur Flüchtlingspolitik doch etwas verwirrt. Nochmal eine Grafik. Wir haben gefragt, Wolfsabgrenzung zu Merkel finde ich richtig. Und da haben gesagt 41, ja, ich finde es richtig. Und nicht richtig fanden das 51%. Das zeigt doch, dass Sie da irgendwie nicht die richtige Stimmung getroffen haben. Überhaupt nicht. Und ich muss mich auch immer wieder wundern über manche Aufregung, die da entstanden ist. Übrigens Angela Merkel und ich, wir sehen das völlig entspannt. Wir sind gemeinsam unterwegs. Sie unterstützt mich bei neuen Terminen in Baden-Württemberg. Würde sie das tun, wenn sie nicht davon überzeugt wäre, dass die CDU in diesem Land mit Guido Wolf, mit mir, mit den 70 Kandidatinnen und Kandidaten in den Wahlkreisen, dass wir wieder Verantwortung übernehmen müssen, dass wir auch im Bundesrat wieder unseren Beitrag leisten können, damit Angela Merkel in Berlin mit besserer Unterstützung auch und gerade in der Flüchtlingspolitik regieren kann. Die Bundesvorsitzende der Grünen, Frau Peter, hat dieser Tage erklärt, eine weitere Million Flüchtlinge für Deutschland, das wäre jetzt das richtige Signal. Das ist nicht das Signal von Angela Merkel, das ist nicht unser Signal. Wir müssen jetzt Maßnahmen ergreifen, damit die Flüchtlingszahlen auch reduziert werden, damit wir hier Perspektive für jene bieten können, die aus politischer Verfolgung zu uns kommen müssen, etwa Wirtschaftsflüchtlinge, schnell in ihre Heimat zurückgeführt werden oder erst gar nicht in unser Land kommen. Wir wollen jetzt gemeinsam Ausschnitte anschauen aus der Diskussion der Spitzenkandidaten von gestern Abend. Über diese Diskussionsrunde hat es im Vorfeld sehr viel Debatten gegeben, weil die Spitzenkandidaten von Grünen und SPD, Kretschmann und Schmid, zunächst nicht mit einem Vertreter der AfD diskutieren wollen. Am Ende haben sie dann doch diskutiert. Wie war es denn bei Ihnen? War es für Sie von Anfang an klar, dass Sie sagen, ja, ich diskutiere auch mit der AfD? Aber natürlich, ich habe das als Arroganz der Macht empfunden, dass Winfried Kretschmann und Nils Schmid ihre Teilnahme an dieser Diskussion anfangs davon abhängig gemacht hatten, dass auf die Einladung der AfD und der Linken verzichtet wird, wobei sie sich vor allem auf die AfD verständigen. Ich fand das Arroganz der Macht. Ich will mit der AfD weder zusammenarbeiten noch koalieren. Aber ich finde, man muss die AfD zwingen, Gesicht zu zeigen. Man muss sich mit ihr inhaltlich auseinandersetzen, entzaubern, den Menschen deutlich machen, wer rechts wählt, wird links regiert. Und das tut man nicht, indem man sie tabuisiert und aussperrt, sondern das tut man, indem man sich ihnen und ihren Argumenten stellt. Und das haben wir gestern getan, das habe ich von Anfang an so gefordert. Und es war dann doch bemerkenswert, dass Kretschmann und Schmid bemerkt hatten, dass das ein schwerer politischer Fehler war, dieses zunächst abzulehnen. Ja, und wie das gestern Abend jetzt abgelaufen ist, das schauen wir uns jetzt gemeinsam an.